Hallo, Dominik hier von fkfilme.de. Ich bin hier gerade auf der Sony Roadshow und ich möchte euch einmal das komplette Soundbar-Line-Up 2019 vorstellen. Hier haben wir den neuen HTX 8500. Hier die Specs. Und hier haben wir einen 2.1 Soundbar mit integrierten Subwoofer. Das ist nämlich ganz wichtig, weil hier in diesem in Anführungsstrichen kompakten Gehäuse, also es ist immer noch für einen integrierten Subwoofer wirklich kompakt, haben wir hier alles eigentlich drin. Und durch diese Vertical Sound Engine bekommt man dann auch ein gutes annehmbares Surround-Gefühl, vielleicht nicht von den hinteren Lautsprechern, aber zumindest vom links bis rechts, und auch Höhenkanäle kann man sicherlich wahrnehmen. Die Demonstration war gut. Der Bass ist natürlich etwas schwächlicher, weil natürlich in dieser kleinen Variante des Subwoofers kann er natürlich nicht so viel bringen, aber als Komplettvariante wirklich interessant. Verarbeitet auch die TSX und Dolby Atmos und kann auch via HDMI, 4K HDR-Inhalte auch mit Dolby Vision einfach durchschleifen, so wie auch die anderen Geräte. Dann hätten wir den HTXF 9000, der auch weitergeführt wird, auch ein 2.1 Kanal Gerät mit Vertical Sound Engine, Dolby Atmos wird unterstützt, DTSX, 4K HDR mit Dolby Vision durchschleifen, Bluetooth ist mit dabei, und der Unterschied hier ist, dass das Gerät keine integrierten Subwoofer hat, sondern nur die zwei Lautsprecher hier an der Front, und der Subwoofer ist hier separat und bringt auch etwas mehr Wumms mit, muss man einfach so sagen. Nochmal kurz zurück hier, der Preis bei diesem Gerät haben wir bei 3,99, also 400 Euro, und hier haben wir dann durch diesen separaten Subwoofer, dann sind wir bei 4,999. Hier gehen wir auch nochmal kurz auf die Spezifikationen, wer das einmal lesen möchte. Dann gehen wir noch mal eins weiter. Dann haben wir den HTZF 9, ein 3.1 Kanal. Man kann halt hier an der Front auch gut sehen, dass es hier drei Lautsprecher sind. Diese bringen dann auch noch mal etwas mehr Surround Feeling. Funktionieren aber mit der Vertical Surround Engine, DTSX, Dolby Atmos und 4K HDR mit Dolby Vision Durchschleifung auch eigentlich genau gleich. Haben hier aber noch ein paar mehr Features. Hier haben wir auch Chromecast Built-In, Google Assistant, und kompatibel mit Amazon Alexa ist mit dabei. Spotify kann wiedergegeben werden. Und hier haben wir auch das Zusammenspiel eines Soundbars, den wir hier sehen. Wie gesagt, auch mit zwei HDMI-Anschlüssen zum Durchschleifen von Signalen in Kombination mit einem externen Subwoofer. Hier machen wir noch einen Zwischenstopp. Hier haben wir die SAZ9R Geräte. Zusätzliche Rear-Lautsprecher, bin ich jetzt aktuell überfragt, zu welchen Modellen diese kompatibel sind. Müsste ich auch nochmal nachschauen, beziehungsweise steht sicherlich auch in den Spezifikationen. Ich hoffe aber so ziemlich zu allen Geräten, was natürlich dann auch Sinn ergeben würde. Wer dann so in Anführungsstrichen wirklich richtiges Dolby Atmos haben möchte, der wäre dann hier beim HTST 5000 Gerät, das weitergeführt wird für 1500 Euro. Hier haben wir 7 Lautsprecher an der Front. Dann haben wir 2 nach oben gerichtete Lautsprecher, die hier zu sehen sind. Ich glaube 4 HDMI, Ein- und Ausgänge sogar, digital optischer Ausgang, analog in. Und dieser kostet natürlich auch etwas mehr, hat hier auch diesen richtig mächtigen Subwoofer, die sich alle kabellos connecten mit den Soundbars. Also man muss kein extra Kabel noch ziehen. Und ja, hier hat man dann wirklich ein 712 Setup mit Dolby Atmos und die TSX Unterstützung. Hier haben wir wirklich die Komplettausstattung mit Chromecast, Spotify, Wireless Multiroom, also kann auch in mehreren Räumen also angesprochen werden von verschiedenen Geräten. Google Assistant mit dabei. Genau. Das wäre dann das komplette Line-Up. Mehr Informationen dazu auf 4kfilme.de. Abonniert unseren YouTube-Kanal oder gibt dem Video einen Daumen nach oben.